Auf dem Flachdach soll stehendes Wasser vermieden werden. Denn zusammen mit Umwelteinflüssen und der UV-Strahlung kann sich dies negativ auf die Abdichtung auswirken. Insbesondere in gefällelosen Tiefpunktlinien zwischen zwei Abflüssen, sei es in der Dachfläche, sei es am Dachrand, sammelt sich dennoch häufig stehendes Wasser. Hier kommen die Linienentwässerungssysteme ins Spiel. Mein Name ist Andreas Waldenmeier und gemeinsam schauen wir uns in diesem Video das Bauder Linienentwässerungssystem an. Was sind die Bauder PRT-LES-Sets und wie werden diese auf dem Dach verlegt? Linienentwässerungssysteme, auch LES, Dachreiter oder umgangssprachlich Schweinerücken genannt, sind pyramidenförmige Bauteile mit Gefällegebung, die in der Größe variiert werden können und so an verschieden große Abstände zwischen Abflüssen angepasst werden können. Mit Hilfe dieser Systeme können gefällelose Tiefpunktlinien so umgearbeitet werden, dass ein fachgerechtes Gefälle an jeder Stelle des Daches vorliegt. Jedes Viertel der Pyramide wird in 5 Sets unterteilt, die beim Händler oder beim Dachdecker eingelagert werden können und somit ebenso wie das Bauder PRFA Standardgefälle sofort verfügbar sind. Ein Set umfasst 2 Meter Länge, jedes Set ist in einem entsprechenden Karton erhältlich. Auf dem Deckel des Kartons befindet sich eine bebilderte Verlegeanleitung. Mit den 5 Sets kann ein Viertel der Pyramide unabhängig von der Seite hergestellt werden. Die größtmögliche Gesamtpyramide hat damit eine Länge von 20 Metern, was gleichzeitig den maximalen Abstand von Gully zu Gully nach DIN 1986 darstellt. Für dachmittig gelegene Abläufe oder Attika-Abläufe, die tatsächlich ganz außen sitzen, kann mit Set 1 begonnen werden. Sollten die Abläufe zum Beispiel 60 cm von der Attika entfernt sitzen, dann wird mit Set 2 begonnen. Das Set-System ist hier also äußerst flexibel. Bei diesem Tutorial arbeiten wir ohne Befestigung. Auf der Baustelle muss diese natürlich erfolgen, entweder durch Verklebung, mechanische Befestigung oder Auflast, jeweils entsprechend einer objektbezogenen Windzugberechnung. Die einzelnen Teile der LES-Sets sind an der Seite beschriftet. Diese Beschriftung findet sich dann auch auf der Verlegeanleitung am Kartondeckel wieder. So ist die Verlegung einfach und sicher. Für all unsere LES geben wir die Druckfestigkeit größer 120 kPa an und die Wärmeleitstufe mit 0,29. Die unterschiedlichen Farben bei manchen Teilen kommen aus der Verwertung von Restblöcken mit zum Teil höherer Druckfestigkeit. Aus Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsgründen werden diese bei den recht kleinen LES-Teilen aufgearbeitet. Tendenziell sind diese Teile sogar höherwertiger. Sollte der Abstand zweier Gullis mal nicht genau auf den Meter oder auf eine Setlänge auslaufen, so kann an der kleineren Seite nachgeschnitten werden. Die Funktionsfähigkeit bleibt erhalten und der Abfall ist minimal. Hier sehen wir nun das Linienentwässerungssystem vollständig verlegt. Das Wasser kommt vom First oder vom Pult mit 2% Gefälle, trifft am LES, welches selbst ein negatives Gefälle von 4% hat, auf 2% Gegengefälle und wird dann über die sich bildende Kehle zum Gully hin abgeführt. Bevor das Wasser auf das Dach kommen darf, muss natürlich vorher eine Abdichtung verlegt werden. Hier hat man die Wahl aus einer zweilagigen Bitumenabdichtung oder einer einlagigen Kunststoffabdichtung. Beides ist problemlos möglich. Linienentwässerungssysteme können sowohl direkt beim Dachneubau als auch bei der Sanierung eingebracht werden. Genauso aber auch nachträglich mit entsprechender Abdichtung. Interessant in diesem Zusammenhang sind sicher unsere Videos zum Thema Gefälledämmung. Und Fragen dazu schreibt ihr am besten gleich hier in die Kommentare. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Jede Woche gibt es hier neue Videos zum Thema Dach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.